deiner Matte, setz dich in einen bequemen Schneidersitz, schließe gerne deine Augen, lasse deine Schultern nach unten sinken, sitze aufrecht und lege deine Hände auf deinen Bauch ab. Lasse deine Atmung immer intensiver und länger werden. Atme tief durch die Nase ein und sanft durch den Mund wieder aus. Komme ganz langsam auf deiner Matte an. Richte deine Aufmerksamkeit ins Jetzt. Und fokussiere dich die nächsten Minuten nur noch auf dich und deine Praxis. Öffne langsam deine Augen. Lasse deine Beine, wie sie sind, im Schneidersitz. Hebe einatmend die Arme über die Seite lang nach oben an. Ausatmen, beuge dich über die Beine so tief du kannst. Wir wollen hier ganz langsam die Beine aufwärmen und schon einmal vordehnen. Nimm hier einen tiefen, entspannten Atemzug. Richte dich langsam auf und wechsle die Beinstellung. Atme ein, hebe noch einmal die Arme über die Seiten nach oben an. Ausatmen, beug dich erneut über die Beine. Nehme auch hier einen tiefen, langen Atemzug. Und richte dich ganz langsam wieder auf. Wir wollen in unsere erste Haltung, den Schmetterling. Und dafür bringst du deine Fußsohlen zueinander. Und lässt die Beine locker auseinanderfallen. Greife mit deinen Händen deine Zehenspitzen und bleibe aufrecht sitzen, wenn du magst. Wenn du mehr möchtest, dann lass dich nach vorne sinken. Sinke nur so tief, dass du auch einige Zeit in dieser Haltung bleiben kannst. In unserer heutigen Yin-Yoga-Einheit wollen wir jede Übung mindestens eine Minute halten. So geben wir den Muskeln und dem Geist die Zeit, ganz langsam die Muskeln in der Pose zu entspannen, zu lösen und intensiver in Dehnungen zu verfallen. Konzentriere dich immer wieder auf deine Atmung. Ich werde dir immer wieder einige Momente der Stille schenken, in denen ich nichts sagen werde, in denen du einfach nur für dich in dieser Haltung bleiben kannst. Führe dich dabei immer wieder zurück zur Atmung und zurück zum jetzigen Moment. Sei ganz präsent. Du musst auch nicht ganz statisch in der Haltung bleiben. Du kannst immer wieder Bewegung mit reinbringen. Und noch einmal tief einatmen und ausatmend dich ganz sanft aufrichten. Für unsere nächste Haltung darfst du einmal zuerst beide Beine schließen, kurze Pause.
und dann dein linkes Bein vor dir angewinkelt ablegen, sodass dein Schienbein parallel zum Mattenende ist. Und dein rechtes Bein so anwinkeln, dass dein linker Fuß an deinem rechten Oberschenkel liegt und dein hinterer Fuß zum anderen Mattenende zeigt. Wir wollen hier die Hüfte öffnen und dehnen wie in der Taube, nur dass das hier eine angenehmere Variante ist, sodass wir die Knie etwas schonen können. Das heißt, auch hier darfst du nach vorne sinken über dein linkes Bein oder du bleibst aufrecht sitzen. Du darfst deine Stirn auf deine Hände ablegen. Versuche hier immer tiefer zu sinken. Und atme auch hier lang und tief ein und aus. Und wenn du magst, dann darfst du noch tiefer in die Haltung sinken, dich komplett auf dein linkes Bein ablegen. Lasse die linke Hüfte Richtung Matte sinken, öffne hier die linke Seite. Und richte dich ganz langsam wieder auf. Schließe erneut die Beine. Und lege nun dein rechtes Bein vor dir ab. Das linke Bein so anwinkeln, dass dein rechter Fuß an deinem linken Oberschenkel liegt. Dein rechtes Schienbein parallel zum Mattenende. Und lass die Hüften Richtung Matte sinken. Bleibe hier aufrecht sitzen, wenn du möchtest. Oder leg dich sanft auf dein rechtes Bein ab. Beginne hier gerne ganz langsam erst einmal, indem du deine Stirn auf deine Hände ablegst, bevor du dich komplett ablegst, wenn du das möchtest. Spüre ganz bewusst in dich hinein, ob du Muskeln fühlst, spürst, die angespannt sind. Und wenn du die Punkte findest, dann entspanne ganz bewusst. Löse ganz sanft die Anspannung. Und gebe dich der Haltung hin. Nutze auch hier für die Atmung, wenn du möchtest. Atme tief ein und entspanne, während du ausatmest. Und richte dich auch hier wieder ganz langsam wieder auf. Schließe erneut deine Beine, kurze Pause.
Und dann darfst du gerne so sitzen bleiben, wenn du magst. Ich setze mich nur seitlich hin, damit du mich besser siehst. Schüttle gerne deine Beine einmal aus. Richte dich auf und beuge dein rechtes Bein so, dass sich dein Fuß neben deinem rechten Bein befindet. Dein linker Fußrücken ist abgelegt, dein rechtes Bein ist lang nach vorne ausgestreckt, dein rechter Fuß ist geflext, die Zehen zeigen zu dir. Bleibe hier aufrecht sitzen, wenn du möchtest, oder beuge dich ganz, ganz sanft nach vorne über dein linkes Bein. Sei hier ganz, ganz sanft zu dir. Wir befinden uns hier im halben Diamant und in der Vorbeuge. Und wir dehnen hier unseren rechten Oberschenkel und unsere linke Beinrückseite. Denke daran, dass du dich immer wieder aufrichten kannst. Gehe nicht zu tief in die Haltung. Wir bleiben hier mindestens eine Minute. Atme auch hier tief in den Bauchraum hinein. Entspanne den Bauch. Fülle ihn mit Luft. Und wenn du kannst, dann sinke tiefer über das linke Bein. Und noch einmal tief ein- und ausatmen, bevor du dich ganz langsam aufrichtest. Strecke dein rechtes Bein ganz langsam aus, ganz langsam die Beine ausschütteln, die Füße pointen und flexen. Und dann wollen wir über zur linken Seite. Das heißt, dein rechtes Bein wird lang ausgestreckt, das linke Bein wird gebeugt. Lege den linken Fußrücken ab, dein rechter Fuß ist geflext. Bleibe hier aufrecht sitzen. Oder beuge dich ganz, ganz sanft über dein rechtes Bein. Versuche hier erst einmal ganz, ganz sanft zu sein, noch nicht tief zu sinken, sondern dich ganz langsam nach vorne zu arbeiten. Eine wunderbare Dehnung für die Muskeln, egal ob du viel läufst oder viel sitzt. Stelle dir vor, wie du mit jeder Dehnung immer mehr Raum schaffst. Raum in deinem Körper, aber auch in deinem Geist, wie du symbolisch deinen Geist und deinen Körper ausdehnst. Und entspanne hier auch deinen Mundraum. Lasse deinen Kiefer kreisen. Deine Zunge locker im Mund liegen.
Versuche so lange in der Haltung zu bleiben, wie du kannst. Richte dich auch hier ganz langsam wieder auf. Strecke ganz, ganz langsam dein rechtes Bein aus. Und dann wollen wir in die breitbeinige Vorbeuge im Sitzen. Das heißt, strecke deine Beine nach links und nach rechts aus. Breite sie so weit aus, wie du kannst, wie du magst. Du kannst hier gerne einmal sitzen bleiben, deine Hände auf deinen Oberschenkeln ablegen, dich hier einmal massieren, wenn du möchtest, die Muskeln lockern, deine Hüfte noch weiter nach außen drehen, also deine Hüfte hier noch mehr öffnen, die Füße flexen. Und dann hier aufrecht sitzen bleiben oder dich ganz sanft nach vorne beugen. Und auch hier darfst du dich ganz, ganz langsam Richtung Boden arbeiten. Das heißt, lege dich erstmal auf deine Unterarme ab, bevor du dann vielleicht deine Stirn auf deine Hände ablegst oder dich komplett auf den Boden ablegst. Hüftöffner sind auch wunderschöne Übungen vor dem Schlafengehen, helfen beim Stressabbau, helfen Blockaden zu lösen und zu entspannen. Du darfst dich hier gerne auch bewegen, du musst hier nicht ganz statisch sitzen. Dir einfach das nehmen, was du brauchst in dieser Haltung selbst. Und du merkst, dass sich die Muskeln öffnen und dehnen und entspannen, dann sinke tiefer in die Haltung. Und richte dich dann ganz langsam wieder auf, nimm einen tiefen Atemzug und schließe ganz, ganz langsam die Beine. Mach hier noch einmal kurze Pause, bevor wir in die nächste Haltung gehen. Und zwar wollen wir ins halbe Kuhgesicht. Das halbe Kuhgesicht ist auch hier wieder eine Variante vom ganzen Kuhgesicht und etwas entspannter als das ganze Kuhgesicht, so wie vorher auch die Taubenvariante. Und dafür überschlägst du das rechte Bein über das linke. Dein rechter Fuß ist ganz nah an deinem linken Bein. Und die Knie liegen übereinander. Dein linker Fuß ist geflext. Und wenn du magst, dann darfst du hier deine Hände unter deinem linken Knie positionieren. Bleibe hier aufrecht sitzen, wenn du möchtest. Oder positioniere deine Hände unter deinem linken Knie, damit wir hier das linke Knie nicht überstrecken. Bleibe hier oder beuge dich sanft nach vorne und du solltest eine intensive Dehnung spüren bis in den Hals hinein, entlang deines linken Beines. Und denk dir deine Stirn Richtung rechtes Knie. Das heißt, arbeite dich hier Richtung Knie hin. Oder bleibe aufrecht sitzen, wenn das eine zu intensive Dehnung ist. Lass dir gerne deinen Kopf nach links und nach rechts bewegen. Eine super schöne Dehnung auch für den Rücken, für den Hals.
Und du wirst merken, mit jedem Atemzug wirst du immer intensiver in die Dehnung verfallen können. Und deinen Körper immer intensiver spüren. Und ganz präsent sein. Immer mehr Klarheit schaffen, immer mehr Raum in deinem Kopf, immer mehr Stille. Und richte dich auch hier ganz langsam wieder auf, strecke dein rechtes Bein lang aus, einmal. Und bringe einmal Bewegung in die Beine. Das Blut einmal zirkulieren lassen, bevor wir übergehen wollen zur anderen Seite. Und dafür überschlägst du das linke Bein über das rechte. Dein linker Fuß ist ganz nah an deinem rechten Bein. Knie und Knie befinden sich übereinander. Dein rechter Fuß ist geflext. Und du kannst hier aufrecht sitzen bleiben, wenn du möchtest. Oder deine Hände unter deinem rechten Knie positionieren und dich auch hier ganz sanft nach vorne beugen und die Stirn Richtung Knie fallen lassen. Auch hier die intensive Dehnung spüren bis in den Hals hinein. Und jede Seite fühlt sich etwas anders an. Es kann sein, dass sich jetzt die linke Seite besser anfühlt als die rechte Seite oder umgekehrt. Und das ist ganz normal. Versuche hier trotzdem genauso intensiv in die Dehnung zu verfallen wie davor. Auch hier darfst du deinen Kopf nach links und nach rechts bewegen, wenn sich das gut anfühlt. Und richte dich ganz langsam wieder auf. Das war unsere letzte Übung. Hier einmal ausschütteln. Und nun darfst du dich ganz sanft auf deinen Rücken ablegen. Wir wollen noch in unseren abschließenden Twist und dafür darfst du dein linkes Bein einmal lang ausstrecken, dein rechtes Bein angewinkelt rüber zur linken Seite kippen lassen. Schau, dass dein Kopf bis zu deinem Steißbein eine Linie bilden, die Arme zur Seite angewinkelt oder ausgestreckt ablegen. Und nach rechts schauen zur rechten Hand. Wenn du magst, dann darfst du dein rechtes Bein ebenfalls anwinkeln oder ausgestreckt lassen, wie du möchtest. Und genieße hier deine abschließende Drehhaltung. Hier wollen wir noch einmal alle Übungen, die wir in unserer Yin-Yoga-Einheit gemacht haben, neutralisieren. Und einmal die komplette Einheit abschließen, abrunden.
Dann darfst du dich langsam zurück auf deinen Rücken ablegen. Und diesmal dein rechtes Bein ausstrecken, das linke Bein rüber zur rechten Seite kippen, nach hinten schauen, zu deiner linken Hand. Und wenn du magst, darfst du auch hier wieder dein hinteres Bein anwinkeln, also dein rechtes Bein anwinkeln, die Ferse Richtung Gesäß. Und lasse hier auch die linke Schulter Richtung Matte sinken, dreh dich schön ein. Tief ein- und ausatmen. Leg dich sanft zurück auf deinem Rücken ab. Darfst du gerne noch einmal die Beine nach links und nach rechts wippen, die Hüfte lockern und deine Beine lang ausstrecken. Die Füße locker auseinanderfallen lassen, die Arme neben dem Körper ablegen, die Handflächen zeigen Richtung Decke. Lege dich hier bewusst auf der Matte ab. Lass die Schultern Richtung Matte sinken. Schließe die Augen, wenn sie noch nicht geschlossen sind. Und spür hier noch einmal in deinen Körper hinein, in dich hinein, den Unterschied zu Beginn der Praxis und zu jetzt. Versuche hier jeden Muskel zu entspannen. Und wenn du jeden Muskel in deinem Körper entspannt hast, versuche deinen Geist zu entspannen. Ganz langsam das Nervensystem runterfahren. Wenn du magst, dann darfst du deine Hände auf deinen Bauch ablegen, wie zu Beginn der Praxis, tiefe Atemzüge nehmen in den Bauchraum hinein . Spüre, wie sich die Bauchdecke hebt, wenn du einatmest, und wie sich die Bauchdecke senkt, wenn du ausatmest. Wenn du magst, dann darfst du natürlich noch länger im Shavasana liegen bleiben oder dich mit mir auf eine Seite ablegen. Die Beine sind angewinkelt. Bleibe hier noch etwas liegen und richte dich ganz langsam auf, setz dich zurück in den Schneidersitz, in dem wir begonnen haben. Lasse die Augen geschlossen. Lege deine Hände auf deine Knie ab und nutze hier ein paar Atemzüge, um zurückzukehren ins Jetzt, um wieder anzukommen. Und dann darfst du mit mir bei deiner nächsten Einatmung die Arme über die Seiten nach oben lang anheben. Führe die Handflächen zueinander, atme aus, Hände vors Herz. Ich bedanke mich bei dir, dass du deine Praxis mit mir teilst, von meinem Herzen zu deinem Namaste. Und schau gerne auf meinem Kanal vorbei, da findest du noch mehr Yin-Yoga-Flows, Yin-Yoga-Einheiten, sowie Yoga-Flows, Morgenroutinen und Food-Inspiration, Meditation. Da ist ganz bestimmt etwas für dich dabei. Lass mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich über jeden Kommentar und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis bald.